Heute ist wieder Deborah Rosenkranz zu Gast bei Jedes Schmitz Hehl. Schön, dass du wieder da bist. Immer wieder schön. Du bist Sängerin, du bist Autorin, hast viele Bücher geschrieben, viele Alben veröffentlicht. Du packst sehr, sehr viele Themen an, auch schwierige Themen, Depressionen, Essstörungen. Wie kommt das? Warum machst du das? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eigentlich wollte ich ja nur Musik machen. Aber als ich das erste Mal über meine Essstörung öffentlich gesprochen habe, in zwei Sätzen, hat mich schon so eine Flut an E-Mails erreicht, dass ich gespürt habe, aha, vielleicht ist dir die Musik gegeben worden, wirklich als Mittel, um die Herzen zu erreichen, weil da so viele Menschen Ähnliches durchlebt haben wie du selbst. Und über 10 Jahre spreche ich schon über dieses Thema. Und das Traurige ist, es wird ja nicht weniger, es wird eher noch mehr. Und ich habe ein Buch darüber geschrieben, ein Buch über das Thema Depression, wo man auch nicht meinen würde, dass ich das durchlebt hätte. Hätte ich ja auch nie mit gerechnet. Und ja, erst kürzlich habe ich gespürt, dass es einfach jetzt der richtige Zeitpunkt ist, auch um meinen mit 21 erlebten sexuellen Missbrauch zu sprechen. Ich hätte das nicht vorher machen können. Ich habe auch nicht mal mit meiner Familie darüber gesprochen gehabt. Es war eine sehr, sehr schlimme Zeit, mit 21 sowas zu erleben. Aber heute betreue ich ja auch so viele junge Frauen, die Ähnliches durchlebt haben. Und ich habe gespürt, wenn du nicht anfängst, die Wahrheit zu erzählen, dass du weißt, wie es ist, wirst du auch nicht helfen können. Und so habe ich mich entschieden. Ich habe erst mal viele Tränen geweint, weil das Thema ist einfach intensiv und schrecklich. Schrecklich einfach. Aber ich habe jetzt auch einen Song darüber geschrieben. Und meine Sichtweise heute ist, du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist. Ja, es ist schrecklich und grausam, aber mein Herz blutet, wenn ich sehe, dass Menschen da stehen bleiben und denken, weil mir sowas Schlimmes passiert ist, wird sich nie wieder was in meinem Leben ändern. Und das ist eine Lüge. Und deswegen wollte ich mit diesem Lied rausgehen, um zu zeigen, hey, ich glaube an Wunder und ich glaube, dass du was wert bist, egal was man dir angetan hat. Ich glaube an ein wundervolles Leben danach. Es war nur ein Augenblick, nur ein kurzer Moment. Ich hab mich lange nicht getraut, es jemand zu erzählen. Ich dachte, ich bin schuld, hab es selber provoziert. Hab Mauern aufgebaut, um vor dem Schmerz zu fliehen. Ich stand so nah am Abgrund und wollte springen in dem falschen Glauben, dass ich's verdien. Da kamst du und sagst mir, du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist. Dass du mich so liebst, kann ich nicht verstehen. Dafür danke ich dir, danke ich dir. Denn das, was du siehst, ist Schönheit in mir. Dafür danke ich dir, danke ich dir. Erinnerung verschwimmt, hab Angst, wem zu vertrauen. Aus Nähe wird Distanz und die Fragen viel zu laut. Was, wenn niemand mir glaubt, wenn mich niemand versteht, mich keiner trösten kann, weil keiner die Wahrheit kennt. Doch dann kommst du und sagst mir, du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist, dass du mich so liebst, kann ich nicht verstehen. Dafür danke ich dir, denn das, was du siehst, ist Schönheit in mir. Dafür danke ich dir, wow. Danke ich dir, oh, 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 könnte ich mich immer durch deine Augen sehen, könnte ich heute hier ohne Zweifel stehen, dass du mich so liebst, kann ich nicht verstehen, doch dafür danke ich dir, denn das, was du siehst, ist Schönheit in mir. Dafür danke ich dir. Dass du mich so liebst, kann ich nicht verstehen. Dafür danke ich dir. Danke ich dir. Denn das, was du siehst,
siehst, ist Schönheit in mir. Dafür danke ich dir, danke ich dir. Das sind super wichtige Themen und das sind krasse Themen. Ja. Und die betreffen Menschen nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Wirklich überall, ja. Und wenn du auf deinen Konzerten unterwegs bist oder auf deinen Veranstaltungen unterwegs bist, dann sprichst du diese Themen an und du bietest irgendwie Raum dafür, dass Menschen sich damit auseinandersetzen können. Ja. Und dann setzt du noch einen drauf und spannst den Bogen noch weiter und sprichst über Kinder in Armut. Sprichst auch noch über das Thema. Warum machst du das? Also Punkt eins, ich lebe dafür. Ich würde nicht Musik machen, wenn es einfach nur Musik gehen würde. Und ich selbst gehöre zu denen, und das ist mir fast peinlich, das hier zu sagen, aber ich habe mal irgendwo bei einem Anlass in Holland, da haben sie Compassion vorgestellt und ich dachte mir, ja, das kannst du jetzt auch noch machen, so eine gute Tat. Es war mehr so dieser Gedanke. Das ist schon bald 10 Jahre her, glaube ich. Und bin dann irgendwann auch nach Burkina Faso, Ouagadougou, wo mein Patenkind lebt, und wirklich bis dahin habe ich eigentlich nicht verstanden, was es bedeutet, dass es mehr ist, als monatlich jetzt zu unterstützen. Mir war das so peinlich, als die Direktorin der Schule da so einen Orden aufgeschlagen hat und meinte, und hier sind die Briefe, die sie ihrem Kind geschrieben haben. Und da war nicht ein Brief drin. Und ich, boah. Und dann hat sie fast mahnend mich angeschaut und gesagt, Deborah, ich unterstütze ja auch ein Kind. Und ich dachte so, Moment, stopp. Wie kannst du hier in Ouagadougou, du lebst selbst in Armut, ein anderes Kind unterstützen? Und dann hat sie einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde. Muss man denn erst genug haben, bevor man geben kann? Und das war der Moment, wo ich mich entschieden habe, okay, ich komme hierher zurück. Und es stimmt, wir haben eigentlich mehr als genug, auch wenn wir immer das Gefühl haben, es reicht doch am Ende des Monats nicht. Wir haben immer genug, um zu geben. Und ich möchte einen Unterschied bewirken. Ich habe die Armut vor Ort gesehen. Ich habe den Unterschied gesehen, den wir bewirken können. Ja, den auch mein Publikum bewirken kann. Und es macht selbst auch glücklich. Es macht so glücklich zu sehen, wie ein Leben sich verändert, wie viel zurückkommt auch. Jetzt habe ich eine intensive Beziehung zu meinem Kind. Und ich glaube, dass wir einfach diese Liebe leben können. Deswegen nutze ich meine Stimme auch da. Einfach um Unterschied zu bewirken, der möglich ist. Was ist nur mit mir los? Gedankenkarussell. Ich hab so viele Fragen und alles geht so schnell. Was, wenn sie erfahren, wer ich wirklich bin? Fühle mich gefangen in meinem Labyrinth. Doch ich höre auf mein Herz, noch fällt es mir schwer. Kann nur gewinnen, nicht verlieren. Ich geb dir mein Herz, die Freude, den Schmerz. Lass die Angst nun hinter mir. Liebe ist lauter als jedes Gefühl. Liebe ist lauter, du kannst sie deutlich spüren. Greifbar nah, sie sucht nach dir. Vertraust du ihr? Mehr als ein Gefühl. Mehr als ein Gefühl. Und in ein paar Jahren werden es tiefe Spuren sein, die ich hinterlasse. Ich will sie
gerne mit dir teilen, denn dann werde ich wissen, dass jeder Augenblick so viel mehr bedeutet, wenn die Liebe lauter ist und ich höre auf mein Herz, noch fällt es mir schwer. Kann nur gewinnen, nicht verlieren. Ich geb dir mein Herz, die Freude, den Schmerz. Lass die Angst nun hinter mir. Liebe ist lauter. Liebe ist lauter als jedes Gefühl. Liebe ist lauter. Liebe ist lauter. Du kannst sie deutlich spüren. Greifbar nah, sie sucht nach dir. Vertraust du ihr? Oh, mehr als dein Gefühl. Und diese Liebe bleibt, egal was kommen mag. Sie hält dich Tag für Tag, gibt dir Frieden in lauter, du kannst sie deutlich spüren, greifbar nah, sie sucht nach dir. Vertraust du ihr? Mehr als ein Gefühl.